So, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stepptanz Basics mit Cordula. Ich bin Cordula Decker, ich bin Stepptanzcoach und ich habe beschlossen, dass ich in regelmäßigen Abständen kleine Videos für Stepptanz-Einsteiger mache. Denn Stepptanzkurse sind gar nicht so verbreitet und deswegen ist es für viele Leute da draußen schwierig, einen Einsteigerkurs zu finden. Also vielleicht gehörst du dazu und deswegen ist dieses Video für dich. Wir kümmern uns heute um Paddle und Rolls. Dazu muss ich sagen, dass es verschiedene Bezeichnungen für die gleichen Schritte gibt. Stepptanz ist nicht in einer Schule entstanden und irgendjemand hat Begriffe erfunden, sondern es hat sich entwickelt, es ist auf der Straße entstanden und es gibt so viele verschiedene Begriffe für die gleichen Dinge. Wichtig ist nur, dass wir uns verständigen können und dass wir wissen, wovon wir sprechen. Ich nenne das Paddle und Rolls. Die Bezeichnung Paradiddle ist genauso weitläufig verbreitet. Also, wie geht das Ganze? Und zwar machst du einen Scuff. Du machst einen Schlag mit der Ferse und ziehst deinen Fuß mit einem Brush zurück. Also, du hast einmal die Ferse und dann den Ballen. Ferse, Ballen. Ferse, Ballen. Ferse, Ballen, Ferse, Ballen. Achte darauf, dass dein Fußgelenk keine Bewegung macht. Du versuchst es so locker wie möglich zu lassen und entscheidest dich nur für die Stelle, an der du triffst. Also ein Scuff und ein Brush. Scuff, Brush, Scuff, Brush, Scuff, Brush. Die Entscheidung, das hast du ja schon gelernt, wenn du öfters bei mir zuschaust, die Entscheidung für deinen Ton triffst du hier und nicht im Fuß. Geht. Wir machen das auf der anderen Seite. Du lässt dein Fußgelenk wieder los und entscheidest dich, dass du mit der Ferse triffst und zurück mit dem Ballen. Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen. Gut. Probier das ein paar Mal aus und schau, dass du wirklich locker lässt. Wir kombinieren das jetzt mit Step Heel. Scuff, Brush, Step Heel. Scuff, Brush, Step Heel. Paddle, Roll. Paddle, Roll. Gut, schau mal, dass das sich flüssig anfühlt und du das ohne Anstrengung machst. Paddle und Rolls sind irgendwann entwickelt worden, um genauso schnell zu werden wie die Drummer. Und wie wir wissen, können Drummer sehr, 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 sehr schnell werden. Das heißt, wir müssen so trainieren, dass wir keine Bewegung hier haben. Ansonsten macht unser Körper irgendwann dicht und will nicht schneller werden. Also kannst du jetzt schon dafür sorgen, dass du irgendwann so schnell wirst wie ein Drummer. So, lass uns eine kleine Kombination daraus machen, damit das Üben auch Spaß macht. Wir steppen jetzt zusammen zwei Takte lang Viertelnoten und starten mit rechts. Also du, ich mache das spiegelverkehrt. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Also einmal rechts, einmal links. Dann steppen wir zwei Takte lang Achtelnoten. Das heißt, wir machen doppelt so schnell und doppelt so viele. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und. Gut. Lass uns das kombinieren und wir machen das zweimal hintereinander. Achtung. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und langsam drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und. Sehr gut. Gleich nochmal. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier,
1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Sehr gut, das kannst du in Ruhe üben. Such dir eine Musik aus, die dir Spaß macht. Wenn du noch nicht meinen Newsletter abonniert hast, dann kannst du das jetzt nachholen, denn dann bekommst du ein PDF mit Songs, die nach Beats per Minute sortiert sind und wo garantiert was dabei ist, was du benutzen kannst, um diese kleine Kombination zu üben. Und du kannst natürlich auch meinen Kanal abonnieren, wenn dir das Video gefällt und weiterhilft. Da würde ich mich sehr freuen. Also, wir machen das nochmal zusammen und dann hängen wir ein Stückchen dran. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Super. Wenn du das hast, machen wir ein bisschen weiter und wir bleiben jetzt zweimal auf derselben Seite. Scuff, brush, step, heel. Scuff, brush, step, heel. Also zweimal wechseln. Zweimal wechseln. Mach das ein paar Mal. Das ist gar nicht so schwer bis jetzt, oder? Und wir nehmen jetzt die Pause raus. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und Stamp. Also einmal rechts, links, rechts. Nochmal 2, 3, 4. Einfach weiter ohne Pause Stamp. Nochmal 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Gut, wir nehmen das zusammen. Und zwar haben wir einmal mit Pause, nochmal mit Pause, ohne Pause. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3, 4. Dann machen wir genau das gleiche auf der anderen Seite. Du startest mit links, 1 und 2 und 3, 4, 1 und 2 und 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Sehr gut, gleich nochmal. Starte mit links. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3, 4. 1 und 2 und 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Super. Gut. Wenn du den Teil flüssig kannst, dann hängen wir alles zusammen. Wir machen erstmal Viertelnoten zwei Takte, dann doppelt so schnell und doppelt so viele Achtelnoten zwei Takte und dann doppelt auf einer Seite. Achtung, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3, 4. 1 und 2 und 3, 4. 1 und 2 und 3, 4.
1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Gut, und dann kannst du natürlich endlos von vorne beginnen. Gut, wir machen nochmal und machen das ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Schneller. Langsam. Schneller. Doppelt. Doppelt. Ohne Pause. Doppelt. Doppelt. Gut. Letztes Mal noch ein bisschen schneller, wenn du dieses Tempo flüssig steppen kannst. Okay, 1, 2, 3, und. Und falls du jetzt sagst, boah, ich hätte so gerne eine Stepptanzgruppe, bin aber irgendwo, wo es nichts gibt, vielleicht ist dann mein Online-Programm, was ich gerade für Anfänger plane, genau das Richtige für dich. Also falls das so ist, dann kontaktiere mich. Den Link findest du unten in der Beschreibung und wir können uns darüber unterhalten, ob das vielleicht was für dich ist. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Üben und ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Video.